Hello Friends, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir und zwar ja, mal wieder eins meiner aktuellen sozusagen. Ja, ich hoffe, ihr habt ganz viel Freude damit. Oh. Ich verschluck mich gefühlt echt oft, wenn ich mit euch rede. So. Eigentlich wollte ich euch sagen, richtig, richtig gut, wenn ihr mir auf Instagram folgt, habt ihr es vielleicht schon mitbekommen. Aber ich habe heute eine Zusage für eine Wohnung bekommen und ihr wisst, ich habe super lang gesucht. Es ist unfassbar schwer in Berlin. Wenn es euch interessiert, kann ich euch das ganze Thema Wohnung oder natürlich meine neue Wohnung dann auch zeigen. Oder auf Instagram werdet ihr sie wahrscheinlich auch schon früher sehen. Ja, also zum 1.8. habe ich eine neue Wohnung. Jetzt aber ganz viel Spaß mit dem Video, sonst stirbt meine Stimme noch. Tschüss. Ausnahmsweise starten wir das Food Diary auch mal mit was zu trinken. Oder eher gesagt, ja, interessiert ihr euch eigentlich manchmal auch dafür, was ich trinke? Und zurzeit mache ich mir immer so einen Energy Drink mit Kreatin. Aber wenn ihr Kreatin nehmt, aufpassen, müsst ihr auch ganz, ganz viel trinken und klärt das eh vorher lieber einfach mal mit einem Arzt ab. So, dann gab es aber meinen guten Flora-Protein-Pudding. Und ja, der ist so gut. Also ich habe den wieder mit in meine Bowl reingemixt. Da mixe ich einfach Chiasamen und das Flora-Protein-Pulver wirklich. Beste Proteinpulver ever und es ist halt eben vegan. Dazu dann noch natürlich meine selbstgemachten Streusel, die auch immer wieder ein Träumchen sind. Dann, was auch nicht fehlen darf, mein Daily Salat wegen den Greens und so. Natürlich wieder mit Hefeflocken, Sojasauce, diesmal noch mit ein bisschen Karottchen drin. Dann ein kleines Behind the Scenes. Ja, das ist ein süßes Chaos. Ich habe ein bisschen Hausarbeit gemacht an dem Tag. Dann gab es mittags mal wieder eine zweite Bowl. Habe ich mir irgendwie so angewöhnt, dass ich zur Zeit zwei Bowls sozusagen esse. Ja gut, ist halt auch Kuchen, ne? Also Kuchenbowl würde ich dann mal nennen. Dazu noch einen High-Protein-Pudding, dazu noch ein bisschen Apfelmus und getrocknete Erdbeerscheiben und mein Her-One-Probiotika. Dann ging es aber auch noch mal raus für mich. Ja, da war auch echt ganz gutes Wetter. Und habe ich da schön die Sonne genossen, eine Runde spazieren gewesen. Dann war ich wieder zurück zu Hause. Da gab es dann mal einen kleinen herzhaften Snack. Und zwar geröstete Nüsschen. Die mache ich mir immer im Ofen einfach. Dazu noch einen Berg Zudels und Gewürzgurken. Dann ging es aber auch nochmal raus. Und zwar habe ich mich mit meiner lieben Mel getroffen. Wir haben uns in den Park gesetzt und einfach ein bisschen Menschen und Wetter genossen und eine Runde gequatscht. Das ist immer echt super schön und das liebe ich einfach am Sommer. Auf dem Weg nach Hause habe ich mir dann noch einen Nu-Move-Riegel gegönnt. Ja, die sind ja auch mit meine Favorites, die Proteinriegel. Überhaupt, ihr wisst, für alle meine Kooperationen habe ich natürlich auch Codes in den, oder halt Rabattcodes, ja, wo ihr sparen könnt und Links in der Description-Box, das muss ich nicht dazu sagen. Alles, was ich hier esse, esse ich freiwillig, von daher ist es immer geil. Also alle Sachen, die ich euch zeige, sind geil. Außer ich teste sie nur einmal und finde sie kacke. Das kann auch vorkommen, aber dafür mache ich dann natürlich keine Werbung. Ja, so, dann gab es zum Abendessen Zudels, das habt ihr gerade schon gesehen. Und dann habe ich auch richtig geil, oh mein Gott, von Koro einfach süßen Hummus entdeckt. Die haben das neu, es ist so lecker. Also es schmeckt halt auch nicht so hypersüß. Ja, dazu dann noch Kuchen, Protein-Schoko-Crossis, noch einen Nukau-Schokoladenriegel und Erdbeeren. Next Day startet dann auch wieder mit einer leckeren Bowl. Ja, alles rein da. Aber da habe ich echt so immer die gleichen Toppings dann immer für eine Zeit. Also wieder Protein-Pudding, dann Schoko-Crunchies. Darunter ist noch Dinkelgepufftes, Streusel etc. Dann gab es mal wieder einen Gurkensalat. Den mache ich ja immer mit Sojasauce und dann eben noch ein Berg Hefeflocken. Die sind übrigens auch von Koro. Dann war ich wieder ein bisschen runde Pakete wegbringen und ich bin ja jemand, egal wo ich bin und es umsonst irgendwas zu essen gibt, ich nehme es mit und hallo, it's me. Ich bin gegen eine Baustelle gelaufen. Ja, dann zurück zu Hause gab es mal wieder eine Runde Snackteller und zwar lecker fertig. Kuchen, dann Erdbeerscheiben, dann noch ein Nu-Move-Riegel. Übrigens finde ich die Sorte sogar fast noch geiler als die Brownie. Aber sind beide geil. Nee, sind beide schon ziemlich geil. Dann ist so nach Peanut Butter. Und ja, dann habe ich mir auch richtig geil von Aldi hatten die so eine zeitlange Aktion mit so Proteinpulver. Ich weiß gar nicht, ob es die jetzt die Worte noch gibt. Bei Aldi Nord gab es die. Müsste es sogar noch geben, jetzt wo das Video hochgeladen wird. Das war ein richtig geil Smoothie-Bowl-Pulver.
habe ich mir noch eine Smoothie Bowl mitgemacht, habe die Sorte Schoko getestet, Daumen hoch. Dann ging es auch noch mal eine Runde raus, da war ich eine Runde im Mauerpark spazieren und habe mein Fahrrad, ja, ich stelle mein Fahrrad dann immer zwischendurch in Mitte ab, dann laufe ich eine Runde und dann gehe ich einkaufen und dann fahre ich nach Hause mit dem Fahrrad wieder. Ja, it's me. Und dann zu Hause habe ich erstmal wieder komische Food-Kombis getestet. Erstmal eine Runde Schokolade mit Gemüse. Da seht ihr dann in meinem Food-Kombi-Video, ob ich das lecker fand oder nicht. Zum Abendessen gab es dann aber keine komische Food-Kombi, sondern eine Kim-Food-Kombi und zwar Ofengemüse mit veganem Käse überbacken, Hefeflocken und gerösteten Nüssen. Das ist wirklich ein ganz typisches Kim-Abendessen. Nachtisch auch wieder typical me. Einmal ein Schälchen mit Peanut Butter, gefriergetrockneten Erdbeerscheiben, die übrigens auch von Koro sind, wie so ungefähr alles meistens. Dann noch ein bisschen Schoko, also ein bisschen geröstete Schoki und also geschmolzene Schoki. Und am nächsten Tag gab es mal wieder meine Bowl mit Beerencrunchy, wieder diesem Smoothie Bowl Pulver, süßem Hummus, Schokolade, Dinkelpops, mein Probiotika von Her One, was ich immer habe, was mir auch echt gut mit dem Darm hilft. Also das kann ich euch empfehlen, wenn ihr Probleme habt, auch dort. Look at the description box. Und dann habe ich auch ganz, ganz fein wieder eine goldene Milch gemacht. Da gibt es nämlich ein neues von Flora Nutris Pulver. Das ist sozusagen komplett fertig. Das ist auch süß, sodass es dann auch super lecker schmeckt. Ja, das trinke ich jetzt auch täglich. Und jetzt ist der Moment, ich löffle Hefeflocken. Ich habe es euch nie gezeigt, aber ich löffle öfter Hefeflocken am Tag. Einfach pur. Ich mag's. Naja, dann ging es zu meiner cuten Mel mal wieder raus. Übrigens, ich habe auch andere Freunde außer sie, aber ich filme super ungern bei Freunden und ihr macht halt gar nichts aus. Ja, so, dann waren wir auch noch eine Runde einkaufen. Zurück zu Hause habe ich mir dann aber auch nochmal eine Smoothie Bowl gemacht, diesmal mit der Sorte Spirulina. Da drauf noch ein paar Schokocrossies und Peanut Butter und Erdbeere. Und da musste ich nochmal Close-Up-Porn zeigen. Ja, dann hatte ich ja diese Tresordinger getestet in meinem Food News Video und dann habe ich auch erstmal ein Päckchen davon noch vernascht vom Abendessen. Ihr wisst, auch vom Abendessen kann man schon was Süßes essen. Beim erst was Süßes, dann was Herzhaftes, dann wieder was Süßes, dann wieder was Herzhaftes. Nein, Spaß, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, da hatte ich auch diesen Simply V Nusskäse getestet, aber den fand ich gar nicht so geil, leider. Der fand ich ein bisschen langweilig. Naja, dann gab es dazu noch einen Mühlensnack und eine kleine Bowl mit Schmelzflocken. Zum Nachtisch habe ich mir dann wieder ein Snack-Tellerchen gemacht mit zwei leckeren Chocolate-Chip-Cookies, Schokolade, Protein-Crunchies und einen Numuf-Riegel. Wirklich, wenn ihr die noch nicht getestet habt, ihr werdet sie unendlich lieben. Ihr werdet mir danken dafür. Ja. Am Sonntag gab es dann wieder eine typische Bowl. Da habe ich das Grüne ist übrigens, da habe ich ein pflanzliches Proteinpulver, was halt eigentlich so grün ist, aber mit einem schon zum Glück gesüßten, guten Flora Nutris Proteinpulver gemixt, sodass ich das langsam aufbrauchen kann und das auch lecker schmeckt, weil so ganz grün finde ich super schwierig zu essen. Das muss ich schon irgendwie süßen oder so. Genau, das habe ich dann auch getan. Dazu eben noch Gedinkel gepufftes, süßer Hummus. Ja. Dann zwischendurch mal wieder eine Snackplatte und zwar hatte ich diese Tresorsticks, da habe ich wieder ein Päckchen von gegessen. Dazu dann auch noch, also übrigens da haben die sich nicht so super doll gelohnt, also braucht ihr nicht. Dazu aber, die braucht ihr noch leckere Nukau-Schokolade und dann ja, noch einen Keks. Dann mein Probiotika, das nehme ich auch meistens immer morgens, aber manchmal auch mittags, wenn ich sonst vergesse. Und Schmelzflocken. Genau, das ist das auch nochmal. Da habe ich nämlich noch eine neue Sorte bekommen. Und zwar die Sorte mit Banane, auch richtig lecker. Die gibt es leider nicht immer, aber wer halt zum Beispiel kein Erdbeere mag oder kein Himbeere, kann sich das halt auch in Banane holen. Und wie gesagt, das ist halt, das sind gute Darmbakterien, also Probiotika. Müsst ihr auf jeden Fall einfach mal googeln und mal schauen. Vielleicht hilft euch das, weil das wirklich sehr, sehr hilfreich sein kann. Zwar nicht bei jedem, aber ich finde es ein Versuch wert und mir hilft es eben zum Glück gut. Ja, dann gab es noch einen Snackteller mit ganz viel leckeren Keksen. Ja, ich liebe diese Kekse, das sind die Chocolate Chip Cookies von Koro. Dazu noch Peanut Butter, Honig und ein bisschen Peanut Bites. Ja, dann mein usual Gurkensalat. Manchmal filme ich ihn euch, manchmal filme ich ihn euch nicht. Manchmal esse ich ihn auch gar nicht, also manchmal
mache ich ihn mir gar nicht. Das kommt zwar selten vor, aber manchmal ist mir auch gar nicht danach. Naja, dann war ich nun rein einkaufen. Wie ihr wisst, das geht bei uns sonntags. Und wie schon meinte, ich mache mir dieses grüne Proteinpulver manchmal mit süßer Milch. Das ist dann auch sogar ganz lecker. Dann habe ich mal wieder eine Runde meinen Food-Test gemacht und habe auch dieses Oppo-Eis getestet. Das gab es dann auch erstmal. Das ist übrigens sehr, sehr lecker. Also ich fand es schon ziemlich fein, dafür, dass es kalorienreduziert war. Und hier ein kleines Behind-the-Scenes zum Abendessen. Gab es dann mal wieder Kim-typisch weiß. Ja, ich esse solche Wurst dann auch einfach pur. Das war vegane Wurst von Rewe. Die fand ich beide auch super, super gut. Also schon ziemlich gut dafür, dass sie vegan sind. Und dazu wieder Gemüse. Zum Nachtisch gab es dann noch ein paar Ferrero-Küsschen in der Sommersorte. Habt ihr die eigentlich schon getestet? Also habt ihr die jetzt auch mal gefunden? Ich mag die sehr, ja. Und dazu dann noch ein Eis, ein zweites für den Abend. Düdüm. Am nächsten Morgen gab es dann wieder eine gemischte Bowl. Auch hier wieder, es sieht immer so eklig aus mit so grünen Pulvern, aber es ist halt einfach super lecker, wenn man es halt gut süßt. Also ich mag es. Dazu noch ein paar Ferrero-Küsschen, Peanut Butter und Schokocreme. Ja, hier habe ich mir wieder meine Beauty-Mixes gemixt, weil, also, die sind halt auch echt lecker, ne? Also ich meine, es sollte zwar eigentlich eine Medizin sein oder ist es ja auch, aber ist halt auch lecker. Jo, so viel dazu. Und dann Snackplatte, gab es wieder Peanut Butter. Die hatte ich übrigens die letzten Reste aus dem Glas oder halt letzten Rest oder halt mit Wasser aufgemixt, weil ich finde, wenn die ganz fest wird, mag ich die nicht mehr. Und so durch das Wasser, wenn man die dann schnell aufbraucht, wird die nochmal so richtig geil cremig. Also kann ich empfehlen. Na genau, gab es wieder ein Eis mit dazu. Also ja, da werde ich auch nochmal die anderen Sorten von testen, weil es echt super gut ist. Dann noch ein bisschen Schoki und ihr wisst, Balance is the key. Ich finde, man kann halt locker auch irgendwie so kalorienreduzierte Lebensmittel oder sowas essen, solange man eben auch normale Lebensmittel isst. Also ich finde das irgendwie, also wenn man sich sowas verbietet, das wäre irgendwie genauso, es macht keinen Sinn, weil ihr mich manchmal fragt, warum ich kalorienreduzierte Sachen esse, wo ich mir denke, ja, soll ich mir das, also ist es jetzt verboten und darf ich auch keinen Salat essen, so, nur weil ich meine Essstörung hatte. Das finde ich immer so total idiotisch, muss ich sagen. Und ich finde, bei allem, Balance is the key und man sollte halt eben alles essen können ohne Probleme und eben nicht mit essgestörten Gedankenleitprodukte essen und ja, sondern einfach befreit. Und ja, da habe ich noch eine Runde Weinchen getrunken mit meiner lieben Mel und wir saßen im Mauerpark. Dann wieder zurück zu Hause, gab es erst noch eine Handvoll Ferrero Küsschen. Hatte ich dann nämlich echt, wow, I dropped it. Und dann habe ich mir aber noch, also war ich nochmal einkaufen, da waren wir, also war ich im Rewe und habe noch Food News gefunden. Und zwar gab es diese Cookie Dough Peanut Butter und Kekse. Da habe ich auch erstmal ein bisschen was von gesnackt, während ich halt Videos gedreht habe. Und dann habe ich mir aber was Richtiges gemacht zu Abendessen. Und zwar eine Portion Nudeln, ganz normale ganz normale Weizennudeln mit Salz. Beste Kombi, Salz und Nudeln ist Liebe. Und dann noch ein bisschen Hefeflocken mit dazu, noch Peanut Butter fürs Gemüse. Das dippe ich dann immer so ein bisschen ein oder mische es dann unter. Sieht immer richtig appetitlich aus, nicht. Und dann zum Nachtisch gab es noch ein bisschen Kekse, noch ein bisschen Fruchtgummi. Ist übrigens vegan, just saying. Und dazu noch, also die Kekse und die Schokolade nicht. Genau, gab es noch Kekse und dann ging es ab ins Bett. Am Dienstag gab es dann wieder eine gemischte Bowl. Da seht ihr wieder so ein bisschen, was da so drin ist. Einmal meine Proteincreme, die ich mir wie immer aus meinem Flora Nutris Pulver mache. Also, was heißt genauer Rezept? Ich mische es meistens mit einem Sojajoghurt oder mit Wasser einfach an. Es geht super fix. Gibt es nämlich sonst auch bei Instagram. Dann noch meine Probiotika, noch ein bisschen Schokolade, Dinkel gepufft und ja. Dann ging es auch erstmal raus aus dem Haus, mal wieder Pakete wegbringen. Das ist so mein usual job every day. Genau, bei Vinted könnt ihr mir nämlich auch Klamotten abkaufen. Da heiße ich Kims Kleiders. Und falls ihr Bock habt, meine Klamotten zu kaufen, immer sehr gerne, weil ich irgendwie so viel habe und weniger haben möchte. So, dann gab es mal leckere Smoothie Bowls und zwar einmal Schoko an Spirulina. Dazu noch ein bisschen von meinem gefriergetrockneten Erdbeeren, obwohl jetzt leider halt echt nur noch so ein Pulver übrig geblieben ist. Richtig ätzend. Dazu aber noch Tresor, ein bisschen Keksis. Ja. Und dann gab es wieder Gurkensalat.
Hefeflocken sind übrigens echt geil. Also die schmecken so ein bisschen käsig für alle, die es noch nicht kennen und sind halt einfach genial zum Würzen. So, dann ging es aufs Fahrrad für mich und raus und so schönes Wetter. Und ja, dann habe ich wieder meine Too Good To Go Tour gestartet. Das ist für mich auch immer so ein richtig guter Grund, um rauszugehen. Weil ich bei der Bio Company, da habe ich richtig, richtig leckere Sachen bekommen. Ja, dazu war ich danach nochmal kurz einkaufen, nochmal so ein bisschen healthy schmelzy Zeug und Food News natürlich. Und ja, hier seht ihr mal so kurze Ausbeute von meinem Too Good To Go. Aber das, was genau drin war, seht ihr auch im richtigen Too Good To Go Video. Und dann habe ich aber auch mir erstmal einen Croissant davon geschnappt und das auch erstmal, also schon ganz gegessen. Ich knabber ja manchmal die Sachen erst alle an für die Videos zum Testen und esse sie dann mal anders. Aber dann gab es schon mal das Croissant. Und dann hatte ich nämlich auch geiles Cookie-Dough-Eis gefunden. Und zwar ist es auch einfach vegan und boah, es ist so lecker. Ja, da habe ich dann erstmal ein bisschen was noch von genascht vorm Abendessen. Und dann gab es aber auch Abendessen, da gab es ein Brötchen, das war so ein Möhrenbrötchen mit Frischkäseaufstrich, also Karottenfrischkäseaufstrich, noch eine Pizzaschnecke dazu, die ich eben auch von der Bio Company hatte, die war auch super, super lecker. Dann noch gelbe Beete und noch mein typisches Ofengemüse. Zum Nachtisch gab es dann noch ein bisschen Eis, ja, genau, von dem Cookie Dough Eis und dann, glaube ich, no words needed, eine Streuselschnecke und noch ein paar von den Cookie Dough Bites, sage ich immer die ganze Zeit, diese Peanut Bites und diese Streuselschnecke war einfach so lecker. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, es ist immer noch die gleiche Zeit, wie als ich das Intro gedreht habe. Mein Hals stirbt immer noch. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal was trinken. Ihr wisst, euer Job auf Daumen hoch, abonnieren, liken und ich, also, ciao, aus. Habt einen ganz schönen Abend und fühlt euch festgedrückt. Ich muss was trinken.